21. Oktober wurde der dritte Peter K. Hertling Filmpreis vergeben. Eingereicht werden konnten studentische Filme, die seit dem Sommersemester 2020 entstanden sind. Die Veranstaltung wurde auch dazu genutzt, den Namensgeber des Preises, Professor Peter K. Hertling, zu ehren. Einen schönen guten Abend allerseits. Es freut mich, liebe Studierende, liebe Filmschaffende, liebe Lehrende und als besondere Gäste, liebe Familie Hertling. Peter ist in diesem Sommer verstorben und unser Mitgefühl gilt euch. Und ich freue mich aber, dass er in dem Filmpreis sozusagen noch präsent ist. Er hat immer versucht, den Fachbereich Medien so zu kapern, dass wir eine Filmhochschule werden. Das hat er auch relativ häufig einfach so gesagt. Francisco Rui weiß das auch noch. Eigentlich braucht man noch einen Filmstudiengang. Er hat das tatsächlich jeden Tag gelebt. Und er war ein Schlitzohr. Das muss man auch ganz klar sagen. Also er hat immer alles möglich gemacht, damit Filme entstehen. Hat auch in seinem eigenen Film Dinge gemacht, wo er hinterher gesagt hat, zum Glück haben wir das nie gemerkt. Das werden sich die immer durchsetzen, die sozusagen mit dem Augenzwinkern dabei sind und die nicht nur einfach technisch brillant sind. Und deshalb freue ich mich ganz, ganz besonders, dass wir diesen Namen gewählt haben, weil das auch die Anekdoten sind sozusagen, die uns mit Peter immer verbinden werden. Ja, mein Vater war ein sehr, sehr netter Mann und ein sehr positiver und offener Mann. Und ich finde diesen Filmpreis so schön, weil ein Filmpreis, überhaupt einen Preis zu vergeben, ist was unheimlich Positives und was ganz, ganz Nettes. Und ich finde, das verkörpert ihn so richtig. Und hier an der Fachhochschule hat mein Vater so ein tolles Zuhause gefunden. Zwei Studenten standen als Mitglieder gleich zweier Siegerfilme auf der Bühne. Mit verschiedenen Teams gewannen sie die Kategorien Imagefilm und Dokumentarfilm. Man hat halt in dem Semester, wo wir jetzt im fünften waren, einfach ein paar unterschiedliche Sachen gemacht und hat einfach die Chance, da in zwei Kategorien zumindest schon mal einzureichen. Und von daher haben wir das auf jeden Fall genutzt und dann hat das alles irgendwie mehr Sinn und mehr Wert. Und von daher, ja, umso besser, dass man dann zweimal gewinnt, ist also sehr cool. Das ist keine digitale Landwirtschaft. Digitale Landwirtschaft heißt, Kreisläufe zu verstehen, Abläufe zu visualisieren und Prozesse zu optimieren. Der Preis für den besten Kurzfilm ging an Das Glück mit den Fischen, der das Loslassen geliebter Menschen thematisiert. Wir haben leider Peter Hertling kennengelernt. Der auch schien ja sehr nah seinem Studenten verbunden zu sein und dass er viel Spaß am Film hatte. Deshalb vielen Dank dafür und für den Preis. Ich bin sehr gerne. Also danke. Ja, also wir hätten echt nicht mit gerechnet. Es ist überraschend und ich finde, die Lorbeeren jetzt für die harte Arbeit konnten wir jetzt ein bisschen abstauben. Das freut uns. Wir hoffen, dass der Film noch ein bisschen sich auf Reisen macht. Also Filmfest in Lübeck oder Hamburg oder hier im Norden, denke ich, gibt es noch einige Möglichkeiten, den Film einzureichen. Und vielleicht kann er auch auf dem einen oder anderen Festival noch gezeigt werden. Uns würde es auf jeden Fall sehr freuen. Auch nächstes Jahr wird es wieder möglich sein, Filme für den Peter K. Hertling Filmpreis einzureichen. Die Verleihung wird dann hoffentlich wieder in größerer Runde stattfinden können.